So, heute kommen wir zu einem neuen Video von mir. Erstmal Dankeschön, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir fangen gleich an, weil mein Akku blinkt jetzt und ich habe ihn vergessen aufzuladen. Deswegen, ja, fangen wir direkt an. Meine Hebamme war nämlich bei mir, die mich bei meinem kleinen Sohnemann betreut hat. Und die hat mir ein ganz schönes Geschenk gebracht. Ein Geschenk von der Stadt und von den Hebammen hier vor Ort. Und das wollte ich euch gerne zeigen. Das ist so ein kleines Paket. Ich habe schon mal aufgemacht. Ich habe schon mal so ein bisschen geguckt. Und ja, das ist ganz schön. Das heißt Willkommen im Leben. Und das sieht so aus. Ja, und da fangen wir direkt mal an. Da war so ein Brief dabei. Den hatte mein großer Sohn schon in der Hand und hat ihn verschönert. Toll, ne? Finde ich auch. So. Und als erstes ist mir aufgefallen, diese wunderschöne Mütze. Ah, ist die nicht süß. Aber leider ist die meinem kleinen Mann schon zu klein. Aber ich würde sie gerne verschenken. Einfach mir in die Kommentarbox schreiben und ja, vielleicht seid ihr ja dann die Glücklichen. Und ja, ich denke mal, das ist so Unisex. Also ich denke mal, das kann jeder tragen. Ob Junge oder Mädchen, das ist, glaube ich, egal. Dann habe ich so eine schöne Aufbewahrungsbox bekommen von Abtamil. Das ist direkt von den Hebammen. Steht auch herzlich willkommen drauf. Ein kleiner Sticker. Machen wir das mal auf. Und dann haben wir hier schon einen Flyer von den Hebammen mit Telefonnummern. Und ja, was halt alles so angeboten wird. Und hier hinten sind die Hebammen drauf. Ja, und in dem Abtamil-Paket war einmal hier von Penaten Sensitive Feuchttücher. Ja, das ist ganz schön. Was war dann? Genau, was für Mama nach der Geburt. Das ist jetzt schon ein bisschen her. Von OB und Carefree. Kann man auch immer gebrauchen, denke ich. Ja, dann habe ich noch zweimal Bio-Stilltee. Ich stille zwar nicht mehr, aber ja, keine Ahnung. Würde ich auch verschenken. Könnt mir schreiben, wenn nicht. Muss ich sie leider wegschmeißen. Dann haben wir hier nochmal Wundschutzcreme von HIP. Die ist, glaube ich, ganz gut. Ich habe die noch nicht so ausprobiert. Ich hatte zwar auch schon mal eine Probe davon und ich meinte, das wäre ganz gut gewesen. Oh, süß. Ein Massageöl für Schwangere. Also das brauche ich jetzt nur wirklich nicht mehr. Würde ich auch verschenken. Dann hätte ich hier Panthenol Zinkcreme Ultra Sensitive. Das ist, wenn die Kinder ganz dolle arg wund sind. Und Zinkcreme ist wirklich das Beste. Also ich kann es nur empfehlen. Und ja, das sind schon mal ganz schöne Sachen dabei. Ja, das ja, legen wir jetzt alles mal zur Seite, bevor ich das jetzt hier alles einpacke. Das mache ich dann später. Dann, oh, Club und Baby weint. Gehen wir weiter. Dann habe ich hier eine Pampi, die Nummer 2 von Pampers, also Größe Nummer 2. Würde ich auch verschenken, wenn ihr mir, keine Ahnung, Bescheid gebt, dann bekommt ihr das. Und dann haben wir von der Sparkasse was bekommen. Da können wir ein Konto eröffnen. Wenn wir dieses Konto eröffnen, sind da wohl schon 300 Euro dabei oder so. Keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht genau, habe ich mir nicht so genau durchgelesen. Ja. Und was haben wir denn dann noch? Genau, ich glaube, das war ein Gutschein. Oder Gutschein, ne? Nein, ein Gutschein. Genau, von den hiesigen Einkaufszentren. 10 Euro zur freien Verfügung. Und hier sind die Zentren, die da mitmachen. Sind da alle aufgelistet, auch ganz schön. Ob es jetzt unbedingt was für Kinder ist, weiß ich nicht, weil es sollte ja eigentlich für den kleinen Mann sein, aber so richtige Kinder
Läden habe ich da jetzt noch nicht gesehen. Entschuldigung. Dann haben wir hier eine Organisation vor Ort, die lautet Eltern putzen Kinderzähne. Und ja, das ist ganz toll. Also da machen halt auch alle Zahnärzte mit, um einfach dazu beizutragen, wie kann man die Zähne unserer Kinder besser schützen und ja, was ist gut an, ja, welchem Kind was zu essen gebe, also was ist schädlich, was ist nicht so schädlich und was greift die Zähne an und so weiter und so fort. Ja, und hier in der Broschüre sind auch ein paar Tipps, wie man den Kindern am besten die Zähne putzt, in welcher Stellung sozusagen, wenn sie es halt gerade lernen. Ich muss sagen, ich hatte eigentlich wenige Probleme gehabt. Bin ich ganz froh drüber. Toi, toi, toi. Dann ist hier auch noch, also das ist so ein richtiger Förderverein. Und ja, die machen da echt ganz tolle Sachen. Und ich finde, Zahngesundheit ist einfach wichtig, weil das ist, wir bekommen nicht so wirklich neue, also jedenfalls nicht mehr im Erwachsenenalter. Und wenn man das als Kind nicht lernt, dann kann man es im Erwachsenenalter nicht beibehalten, ne? Gut, dann haben wir einen Gutschein, einen Elternbildungsgutschein im Wert von 25 Euro für diesen Landkreis. Jeder kann verschiedene Angebote wahrnehmen, vom Babyschwimmen bis Kinderturnen, halt alles, was kostenpflichtig ist. Und ja, wenn man dann einen Kurs besucht, der ist ja manchmal auch nicht so billig und dann hat man schon mal 25 Euro Ermäßigung sozusagen. Oh, ich muss schnell machen, mein Akku blinkt. Dann haben wir hier von der VR Bank noch etwas bekommen. Ich glaube, das ist auch noch ein Gutschein von 5 Euro. Dann habe ich hier eine Zahnbürste, auch Eltern putzen Kinderzähne, auch ganz süß. Und dann hier sind die Angebote drin, willkommen im Leben. Also was ich eben gesagt habe, die 25 Euro, Babyschwimmen und so weiter, wo man halt hingehen kann, Telefonnummern. Hier haben wir noch was von den von der Zahngesundheit, ein Buch, also ein Heft, wo der Zahnarzt dann immer die Untersuchung eintragen kann, die er gemacht hat, ob da Befunde waren und so weiter. Und da sind auch ganz hilfreiche Tipps dabei. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Und Bilder und so weiter, auch ganz schön. Und kurz und knapp, ja, Materialien für Eltern, da kann man auch noch ganz viel nachlesen und über Kinder und Erziehung und so weiter. Und nochmal einen kleinen Stadtrundführer. Und das war es im Großen und Ganzen auch schon gewesen. Und es tut mir leid, dass ich das jetzt alles so schnell mache und so abgehackt, aber ich muss mich verabschieden, weil mein Akku blinkt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert mich, folgt mir auf Instagram, folgt mir auf Facebook. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss!